Moin moin hallo, willkommen zu einem kleinen Video und zwar zu meinem Equipment fürs Motovloggen. ja, das ist mein Helm. Dieser Helm gehört mir. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss einen M-Counter reinmachen. Ich habe am Helm die GoPro befestigt, dann mein Sena SK30. Ich nutze das Sena eigentlich halt, um halt mal einen Anruf anzunehmen, mir das Navi, ich weiß, einige fahren ohne Navi, ich finde das eigentlich ganz gut mit Navi, dass es auch angesagt wird dann über Sena. Da brauche ich nicht jedes Mal auf das Handy gucken, das am Motorrad dran ist. Das ist sowieso so eine komische Geschichte mit Handy am Motorrad, da gibt es geilere Lösungen. So, zack, Sena, das ist die Mesh-Antenne, ja, hier ist der Mesh-Knopf, dann da, für Open Mesh. So, ich bin damit voll und ganz zufrieden, Kopplung war gut, Kommunikation ist super, obwohl das Mikro hier vorne drin ist, das zeige ich gleich nochmal, ist das schon echt gut, muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht. So, meine GoPro Hero. Ich habe die GoPro Hero 8 mit dem Media Mod, damit ich mir diesen Adapter nicht holen muss. Es gibt ja für die GoPro den Adapter, den man bräuchte. Und der Adapter kommt ja dann hier irgendwo an der Seite oder auf der anderen Seite ran von der GoPro und muss dann, das ist so ein riesen Klotz ist das, mit Kabel und das stört mich total. Deswegen bei dem Media Mod, da ist alles dran. Da ist ein Mikro HDMI, das ist zum Aufladen, da ist der Stecker fürs Mikrofon hier. Ja. Achtung, wenn ihr für die GoPro ein Kabel braucht, euch ein Mikrofon holen wollt, nicht jedes Mikrofon passt. Es muss ein, Gott, TRS oder T, nee, von T, wenn es ein normales ist mit drei Ringen, dann ist das, glaube ich, TRSS. Und da braucht ihr einen Adapter auf TRS. Moment mal, ich habe da noch mein altes. Hier. Das ist mein altes Mikro. Ja, das ist der Adapter. Hier auch wieder. Zwei Ringe. Weil dieses hat drei Ringe. Ja. Und da braucht man dann einen extra Adapter für. Deswegen, ich habe jetzt... Eigentlich hatte ich ja das Zahlmann. Moment. Hier. Ja, das Zahlmann-Mikro. Aber das Problem ist, den Windpuschel, den musst du so fast rankleben hier vorne, weil den kriegst du nicht rauf. Das ist gut, das Mikro. Das ist echt nicht schlecht. Dafür braucht man zum Beispiel keinen Adapter wie bei dem alten Scheiß hier. Das geht weg. Reserve. Das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich aber das Speedlink SPES. Ja. Das sollte bei Amazon irgendwas bei 13 oder 14 Euro kosten. Ich habe es bei eBay neu für die Hälfte des Preises gekriegt. Tippitoppi. So, mein Helm. Kommen wir aber noch zu. Der hängt jetzt ein bisschen schief wegen dem Sena. Hund, musst du kotzen? das ist der Shark Squall i3. Mit LED hier vorne. Das hängt jetzt hier, ne? Die Kamera ist nicht schief, die hängt gerade. Das sieht schief aus, weil der Helm halt schief. Wegen der Montage. So. Sogar hier mit, ne? Rücklichtern. Ihr könnt den auch anders einstellen, dass er halt auch blinkt. Dieses rote Licht, dieses Rückfahrlicht, sag ich mal, das ist auch gleichzeitig ein Bremslicht. Das braucht ihr nicht mit einer App verbinden oder sowas. Hier ist so ein Sensor drin im Helm. Sobald man in die Eisen geht, der Helm wohl ein bisschen nach vorne geht oder sich bewegt, fängt es hinten an zu flackern. So, aber nochmal zur GoPro und dem Mikro. Ich habe, und dafür brauche ich jetzt wieder meine Schüssel. Da fängt schon an zu blinken. Dafür brauche ich jetzt auch das Licht. 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 Da.
da drinne ist das Sena-Mikrofon, dieser Knopf. Ich hätte echt gedacht, dass das, der Schwadde, ne? Der Schwadde-Knopf. Ich hatte echt gedacht, dass das zu Störungen kommt. Ja, also richtig, dass wenn du miteinander schnackst oder auch telefonierst, dass du nichts hörst. Oder der Gegenspieler nichts hört, ne? Oder der Anrufer, mit dem man telefoniert oder kommuniziert. Meine Fresse. Aber Arschlecken ist. Glasklar. Also ein bisschen klar, ne? Geräusche hört man, aber nicht so wild. Ich hatte letztens ein Telefonat, da sagte dann mein Kumpel auch, sagte, Alter, bist du im Auto? Ich sag, nee, ich bin im Motorrad unterwegs. Okay. So, dann ist hier an der Seite der Windpuschel. Und zwar ist der Windpuschel von dem Speedlink. Den habe ich darauf gemacht. Ja. Ne? Also ich habe es noch, das Kabel noch nicht verlegt, weil ich das erstmal getestet habe. Ich habe das gestern bekommen, habe das dann auch getestet, nur mit dem Popschutz. Wo habe ich den? Wenn ich den mal hier hätte. Mit so einem, habe ich jetzt nicht auf Tasche. Wo liegt der hier? Nee. Mit so einem Popschutz vom Sena Schwanenhals, ja, die sind einfach so ein Styroporteil. Das war schon ein geiler Ton. Aber mit dem Windpuschel ist noch ein bisschen besser. Also ich habe da jetzt nochmal, ihr hört das gleich, ich habe auch die Kameraperspektive nochmal geändert. Hier geht es ein bisschen kuddelmuddelmäßig. So, einmal dahin. Ich muss das Kabel, wie gesagt, noch verlegen. Ich habe mir auch an dem Chin Mount noch ein Gelenk rangesetzt, damit man halt die Perspektive der Kamera noch ein bisschen besser einstellen kann. Weil die gefiel mir nicht so richtig. Ich hatte das sonst die GoPro direkt an dem dran. Da ist der Winkel nicht so pralle. Deswegen habe ich hier noch so ein kleines Gelenkstück reingesetzt. Hab die dann ausprobiert. Seht ihr gleich in dem anderen Video, wenn wir aufs Motorrad springen. Ja, wie gesagt, ich bin bis jetzt zufrieden. Windgeräusche lassen sich hundertprozentig nicht rausnehmen bei meinem Equipment. Aber es ist nicht so extrem wie im allerersten Vlog. Ja, also ich bin mit dem jetzt eigentlich so 80%. Zu 80% zufrieden. Also, wie gesagt, ich bin mit dem Sena 30K auch echt zufrieden. Ich finde das gut, dass ich mir das Navi, den Ton, du musst jetzt links abrechnen, bla bla, rechts abbiegen, über die Kopfhörer hier drinnen vom Sena mir wiedergeben kann. Das finde ich sehr wichtig. Ich brauche nicht immer aufs Handy gucken. Klar, so ein Navi, ja, wie es für Motorräder gibt, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Müsste man mal gucken. Ja, es ist eine 125er. Man kann mit der 125er auch weitere Strecken fahren. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen vor mit der 125er, zum Beispiel die Ostseeküstenroute. Das heißt von uns, von Ostholstein bis zur polnischen Grenze hoch. Dann wollte ich noch nach Basiko fahren, weil die Kumpels von mir, die machen da eine Karte, bauen eine Karte schon seit etlichen Jahren für den Landwirtschaftssimulator. Also da wollte ich auch nochmal hinfahren und mir das angucken. Das ist in Brandenburg. Ja. Besser kann ich es da nicht haben, ne? Wenn man irgendwie so ein kleines Navi da irgendwie... Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es da ja was. Bestimmt. So, aber ich denke mir mal, wir springen aufs Motorrad. Bis später. So, und schon sitzen wir auf dem Bike. Hallo. Au, meine Ohren. Akku stand hoch. Jo, danke. Handy verbunden. Danke. Meine Ohren. So. Der Helm ist unten. Visier. Oh. So, ja. Scheiße. Ich merke das gerade am Hals. Da vorne. Muss man einmal kurz anhalten. Mein Helm. So. Ich hoffe jetzt, die Perspektive ist jetzt einigermaßen
besser wie in den anderen Videos. Wie gesagt, ich habe das ja eben gerade gezeigt. Oh, ich bin nämlich ein bisschen schwitzig. So. Meine Güte. So. Unter so einem Helm kriegst du echt schlecht Luft. So. Ja. Wie gesagt, ich denke mir mal, das sollte wirklich alles so hinhauen. Jetzt. Wie gesagt, das Speedlink ist jetzt drin. Ich hatte vorher ja das Zahlmann, habe das Speedlink jetzt drin. Und hatte es gestern schon mal ausgetestet und abends nochmal schnell. Aber ich kann das nicht ab. Ich will dann eigentlich für euch oder für uns eigentlich die beste Qualität raushauen, was den Ton auch mit betrifft. Und also für meine Möglichkeiten. Na, steht schon der Drescher. 660er. Ah, er macht ihn schon ready. Die wollen dreschen jetzt. Ja, wie gesagt, beste Qualität für euch und für uns rausholen. Für mich auch selbst. Ich bin da so ein bisschen, ja, Perfektionist will ich nicht sein, aber ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst. So, wie gesagt, das Speedlink habe ich gestern Abend ausprobiert. Auch eine kurze Aufnahme gemacht. Da hatte an dem Speedlink nicht den Windpuschel dran, sondern ich habe noch von meinem Sena, habe ich da noch so einen Popschutz. Ja, so ein Styroporschwamm ist das. Und ja. Da war die Qualität schon geiler wie von dem Zahlmann. Das Speedlink sollte bei Amazon irgendwie 13 Euro kosten. Dann habe ich mal auf Shopping geklickt, in der Suche. Nicht bei Amazon. Und da hat eine Firma bei eBay das für neu für 5 Euro noch was rausgehauen. Tja, 13 Euro oder sagen wir mal 6 Euro, die Hälfte. Bisschen mehr als die Hälfte, gespart. Also, stellt sich mir die Frage nicht. Alter, heute ist Freitag. Ja, Freitag. Ich glaube, das lassen wir. Sonntag mache ich ja Ausfahrt. Hatte ich ja in einem anderen Video schon gesagt, wo es hingeht. Wenn das jetzt so alles hinhaut, dann nehme ich das auch auf ein bisschen. Aber jetzt soll es ja hier eigentlich nur um das Equipment gehen. Die GoPro hatte ich ja schon länger. Ich benutze dafür auch den Media Mod. Das heißt, ich brauche keinen extra Adapter, der noch extra am Helm rankommt. Weil an diesem Media Mod von der GoPro da ist alles dran. Da ist HDMI aufladen und der Stecker für Klinke. Was ist denn hier los? Naja, egal. Mit dran. Den hatte GoPro mal im Sale von GoPro selbst. Aber ich glaube, ihr kriegt diesen GoPro Media Mod, falls ihr die auch noch, die Hero 8 oder ich glaube die 7 passt, glaube ich auch. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nur die 8. Ne? Ist ja egal. Müsst ihr mal gucken. Ist gute Sache. Du hast nicht diesen Adapter, wisst ihr, diesen mit Kabel und dann hinten. Nee. Nee.
Vorfahrtsstraße. Ja, jedenfalls, ich bin damit recht zufrieden. Von den GoPro-Einstellungen, da habe ich die ISO auf Automatik, allerdings in einem Radius zwischen 1 und 400. Einige nehmen 800, ich nehme 400. Ich hatte sonst GoPro-Farbe mit drin, nachher in den Pro-Tunes, aber diesmal habe ich es auf matt gestellt. Oh, der, man merkt. Golf Plus, ja. Benelli Matze, Golf Plus. Hattest du da nicht mal was von gesagt? Golf Plus, warst du das nicht? Ne? Sollte man ein bisschen Abstand halten, weil meistens Golf Plus von alten Herrschaften gefahren wird. Hier ist zwar sowieso nur 30, aber wir fahren jetzt hier 20. Ist okay. Ach, die haben schon irgendeine Dings. Oh. Mann, ja, das ist schon besser. Wenn wir 30 fahren können, oder wenn hier nur 30 ist, dann fahren wir hier auch 30. Das ist, danke. Ja, Fell hinten am Sitz dran. Da weiß man schon Bescheid. So, wir kommen zum Schluss. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Bock auf, wir sehen uns.